Hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Runde von WoT. Diesmal wieder nur mit mir. Ja, Grund ziemlich offensichtlich. Wir hatten ja, haben jetzt ja schon länger nicht mehr aufgenommen. Ich habe auch schon nichts mehr auf Lager. Da habe ich beschlossen, einfach mal ein bisschen alleine aufzunehmen. Damit auf diesem Kanal mal wieder was passiert. Okay, also, ISU, kennt ihr ja. Achtergefecht, endlich mal wieder. Ich komme mit der in letzter Zeit mehr in Zehnergefechte. Aber naja, mit der Durchschlagskraft will ich mal nicht meckern. Ich meine, ja, die reicht auf die 10 noch. Das ist nicht viel. 286 Durchschlag auf Tier 8. Mal grad Vergleich. IS-3 hat 225. Nein, es ist nicht zu viel. Ich fahre jetzt mal hier rum. Vielleicht der IS-3 hinter mir. Ja, fahre ich schon gar nicht mehr hin. Da gucke ich schon gar nicht mehr hin. Okay, habe ich doch, aber ihr wisst, was ich meine. Den Typen kann ich einfach ignorieren, weil er sowieso tot ist. Jetzt sowieso. Ja, mal gucken, wer hier hinten alles rumlungert, also von den Feinden. Ich könnte mir vorstellen, dass der E25 irgendwo rumhockt, oder ja, die Jagdpanzer halt, sind ja nicht so viele. Aber die Mediums sind zum Beispiel auch. Fahr mal noch ein bisschen rum. Ich fahre mal hier runter. Ach komm, ich fahre mal hier runter. Wieso eigentlich nicht? Natürlich kann ich dann hier von hier alle absnipen, aber komm, versuch's mal. KV1S, meins, meins. Will one-shotten. Fuck. Knapp war's. Ja gut, der geht auch. Kann ich zwar nicht one-shotten, aber. Jetzt muss ich wieder nachladen. 5, 4. Ach, fick dich jetzt. Ah, ist ja wieder weg. Jetzt habe ich nachgeladen. Die kann ich nicht. Ah, da sind sie doch wieder. Und tschüss. Jetzt noch der KV-1S. Kann ich da bestimmt noch treffen. Jo, sieht super aus. Genau das meine ich. 810 eben mit einem Schuss weggehauen. Deswegen liebe ich diesen Panzer. Ich glaube, auf die LK zu schießen lohnt sich jetzt nicht so wirklich mehr. Bitte was? Da ist der T26 E4 oder der KV-1S? Ich glaube, das war der KV-1S. Und, och nö. Die Typen haben die Basis verloren. Das war eigentlich gerade ziemlich klar, dass ich da nicht durchkomme. Aber komm. Ich hätte da durchkommen. Nee, eigentlich nicht, aber. Jetzt sind die Typen aber unser Base. Und dann ist keiner, also so gut wie. Gucken, ob ich da noch rechtzeitig hinkomme. Was? Kommst du noch mal rum? Kommst du noch mal rum? Traust du dich? Es hat doch relativ gut funktioniert, auch wenn das sich nicht allzu wirklich gelohnt hat. Aber jetzt schnell zurück zur Base. Hier.
Basis verteidigen. Alter, das schaffen wir doch nicht mehr. Nee, das können wir nicht, das können wir in eine Tonne kloppen. Ja, Bad Game, du hast recht. Sind doch alle zu doof, um zurück zur Basis zu fahren. Naja. Tausend plus, das kann sich doch sehen lassen. Ich habe jetzt auch den Tiger 2 allerdings noch fast Stock. Ah. Soll ich nochmal die ISO nehmen? Ach komm, mach ich mal. Mit dem Panzer kann ich am besten umgehen, von allen, die ich habe. Aber das Lustige ist auch, das erste Gefecht als mit dem Tiger 2, das ist, was ich hatte. Noch komplett Stock. Die Tiger 1 Gun drauf, schlechter Turm, schlechter Motor, alles zum komplett Stock. Ich hatte 2600 Damage und war von meinem Team der Beste. Da habe ich auch nur gedacht. Nee. Weil ich da eigentlich nichts gegen habe, aber Leute. Sind die alle wirklich so schlecht? Jetzt dauert das wieder so Ewigkeiten. 42, 43. Ich versuche das gerade mal so ein bisschen zu überlabern. Wenn ich weiß, was ich so labern soll. Ja. Über was kann ich labern? Da eine Minute, wie lange soll das nur dauern? Das wird das sowieso wieder ein Zehnergefecht. Obwohl, sind gar nicht so viele Zehner on. 1208er, 45 Zehner. Könnte sogar ein 8-8er Gefecht werden mit hoher Wahrscheinlichkeit. Wie lange nehme ich eigentlich schon auf? Ich habe jetzt ein Gefecht hinter mir, ein recht gutes. Ach komm, das eine Gefecht mache ich jetzt noch. Wie lange soll das noch dauern? Ah, geht doch. Und? Und? Ja, immerhin keine Zehner. AMX 50 immer noch 3. Ja, die im Gegnerteam haben einen AMX 50 120 und einen AMX 50 100. Wenn das keine Idiotenspieler sind, könnten die das Spiel entscheidend wenden. Also, ich meine, dann könnten die das Spiel entscheidend beeinträchtigen. Wir haben E75. Oh Gott. E75. Mit dem kann man auch richtig was reißen. Der VK hat dieselbe Gun drauf. Ich weiß nicht, ob der bessere Panzerung hat oder nicht. Okay, 704 hat dieselbe Gun wie ich. Jetzt muss ich nur rätseln, wo ich hinfahre. Also mit dem Ding bietet sich immer Campen an, weil das halt scheiß Panzerung hat. Ja, ich irgendwie 90 oder 100 Millimeter auf Tier 8. Nee. Wenn den KV-1S entgegenkommt, der kommt immer noch durch. Hat man ja eben in dem letzten Gefecht auch gesehen. Aber naja, im Vergleich zu der Gun hier, 750 Damage bei 8, 286 Durchschlag. Ja, wollen wir mal sagen, wenn der jetzt noch gute Panzerung hätte, dann wär der Panzer doch irgendwie ein bisschen unfair. Ja. Ach komm, ein Stück kann ich noch fahren. So viel dazu. Das war so klar. Alter, das war eine sowas von schlechte Idee hinzufahren. Ich treffe nicht mal. Macht einen Abpraller. Kann ich mich hier so verstecken? Funktioniert sogar. Alter, das war sowas von scheiß Idee, dahin zu fahren. Alter. Danke, E75, aber auch. Nee, der überlebt auch nicht mehr lange.
Och nö. Fick dich. Er macht einen Abpraller und ja, so viel dazu. Also, solche Gefechte habe ich ja gar nicht mal so selten. Ich fahre irgendwo hin, wer hat gespottet, zwei Schüsse treffen mich, also quasi bam bam und ich bin weg. Ich habe nichts gemacht, bin nur dahin gefahren, ich habe vielleicht 2 Minuten überlebt. Weil das Ding also, so Kackpanzerung hat, das ist ein bisschen kacke. Aber naja. Naja, das soll für erstmal. Ich kann nicht reden heute, ich kann es einfach nicht mehr. Ja, das soll für heute erstmal reichen. Vielleicht mache ich auch noch eine Aufnahme, aber erstmal danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Gefecht.